Willkommen zurück zu einer wunderschönen Survival-Folge, ihr Völkchen, mit der Fantasien zu Sons of the Forest. Hallo meine Lieben, und ich bin am Verdursten. Oh Mann. Ja, bei mir setzt es auch langsam an. Lass uns rausgehen. Diese Folge werden wir auf jeden Fall uns auf den Weg zum Bunker 3 machen. Zum Bunker B, Verzeihung. Ich wollte gerade sagen. Wie komme ich denn jetzt hier raus aus der Nummer? So. Ah, da, 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 da. So, ich werde jetzt aber noch mal schmutziges Wasser trinken. Ganz egal, was ihr in die Kommentare dazu schreibt, ich mache es. Mach das. Okay, so. Lampe kann weg. Ich werde mal auf meinen total tolles Navi gucken. Ach du Scheiße, wir haben so viele Punkte, die gerade blinken. So, warte mal. Also. Ich glaube, das ist der da hinten. Also der da oben im, also wenn du jetzt so stehst wie ich, ne? Da waren wir. Da oben ist es nicht, glaube ich. Das ist nicht der Bunker. Ich glaube, wenn du dich umdrehst, das müsste dann Bunker B sein, denke ich. Ja, meinst du? Lass uns doch einfach gucken. Was haben wir denn zu verlieren? Ich weiß es nicht. Eigentlich gar nichts. Richtig. Right, right, right. Kann es sein, dass es bei dunkel wird? Ja. Es ist unglaublich, wie die Zeit vergeht, wenn man irgendwo rumguckt, wa? The Waterfall of Virginia. Thank you very much. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. So. Das Das Problem ist, Sakrament wir bin ich sind. voll. Ja, wir sind voll, ja. Nee, ich sammle ein paar Beeren und so noch. Was Ach noch? so. Ja, ein paar Golfbälle, ein bisschen Knete. Hier haben wir nochmal einen Topf. Hier haben wir nochmal ein paar Uhren. Hier haben wir ein bisschen Stoff und ein paar Seile. Hier haben wir dieses komische Fahrzeug. Ach, siehst du, wir brauchen und müssen das unbedingt mal ausprobieren mit dem Go-Kart, wollte ich gerade Ja. sagen. Golffahrzeug. Ja. Ach so, Müsli-Riegel bin ich voll. Warte mal, dann esse ich den mal. Ach, du bist das. Ah, das Einrad, das will ich nicht haben. Damit kann ich sowieso nicht umgehen. Guck jetzt noch mal, ob ich jetzt hier. Na, wir können ja auch zur Not hier schlafen, ne? Ja, wobei hier aber die Gefahr größer ist, dass wir erwischt werden. Würde dann lieber zum Strand, ehrlich gesagt. Okay. Oh, hier sind ja noch zwei Uhren. Flaschen kann ich nicht mehr aufnehmen. Oh, Druckerharz. Und hier habe ich so das Gefühl, ich übersehe hier immer Millionen Sachen. Das kann sein. Ein Igel? Was für ein Wurz? Gut. Wollen wir zum Strand? Ja, dann lass uns zum Strand. Oh, hier ist. Ach nee, hier sind Steine. Entschuldigung. Da, da, Oh, ist das da. Very Darkness. Eine Kanufahrt wäre jetzt witzig. Ja. Ja.
Oh, ich höre Fingertyp. Und ich kann nicht mehr rennen. Was will denn Fingertyp hier draußen? Ah, du glaubst nicht, was ich alles schon gesehen habe. Oh, der verfolgt uns. Na, wer hätte es gedacht? Ich höre ihn irgendwie links hinter uns. So ein bisschen. Oh, die Ausdauer hier wieder von dem Typen ist ja grausam. Na komm schon. Oh, I see nix. Na, ich sehe schon was so ein bisschen, aber. Ein wunderschönes Reh, ein wunderschönes Reh. Ich sehe nur dich. Also eigentlich ja, nur deinen Namen, so weißt du, ich habe jetzt kein Reh gesehen, gar nichts, ey. Folg mir einfach. Einfach folgen. Also manchmal habe ich so das Gefühl, ich bin nachtblind, ja. Oh, ist aber sehr steil hier. Passt bitte auf. Ja, toll. Jetzt hat mir die Knochen gebrochen. Strand? Ist da unten Strand? Ich bin auf irgendein Stein. Okay. Warte, ich komme. Warte mal, ich muss erstmal Medikament nehmen. Ich habe mir fast die Haxen gebrochen. Die Haxen? Okay. So. Könnte man vielleicht schon hier einfach mal provisorisch mal so gucken? Nö. Will er hier nicht machen. Ja. Dann müssen wir weiter. Das ist jetzt der Haifriss, ey. Ja, aber nicht hier hinten, glaube ich. Ah, wer weiß. Ich glaube, der kommt hier nicht hin. Warte mal. Ist mir ein bisschen zu Darkness, um ehrlich zu sein. Ich mach jetzt mal hier die Fackel an. Achso, weil ich schon nur kein. Super. Du hast Hunger. Nein, ich nicht. Da. Ach, guck mal, hier ist ein bisschen Strand. Hier kann man sich doch erholen. Ja, der geht mir mit seiner Ausdauer so dermaßen auf den Keks hier. So, einmal bitte. Jo. Töckchen rein und dann... Ab dafür. Gut Nächtle. Gute Nacht. Postet hell. Ist das hell. So, einmal abbauen, bitte. So, wo sind wir jetzt? Am Arsch der Welt. Ja, okay, jetzt habe ich auch Hunger. Ah. Was ist die Falli denn jetzt? Auch diese Frage kann ich dir nicht beantworten. Ein paar Miesmuscheln. Nee, die habe ich ja nicht. Ich habe nur Austern. Na gut, na gut. Und Katzenfutter. So. Immer? Ja. Gut. Da 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 da.
Okay. Also ich habe keine Idee, wo der Bunker B sein soll. Ja, ich kann es halt auch nur vermuten, also. Lassen wir uns überraschen. Kommen wir jetzt nicht an diesem Lager vorbei oder ist es hinter uns? Müsste die andere Richtung gewesen sein. Ja. Lass uns mal quer einwärts hier. Okay. Ach, schon eine schöne Grafik. Auf jeden Fall. Ein sehr schöner Wald. Ja. Auf jeden Fall. Da, 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 da. So, mein Freund, ruh dich ein bisschen aus. Aufpassen, Busch. Ja. Ja, ich sammle auch ein bisschen ein auf dem Weg, weißt du? Ich bin der Kompass-Typi. Ich habe dafür keine Zeit. Ja, ich habe auch den Kompass in der Hand, aber... Also den... Oh. Okay, Stöcke bin ich jetzt voll. Pass auf, hier sind ein paar Ureinwohner, ja. Aha. Hier unten ist auch ein ziemliches Lager, sehe ich gerade. Okay. Ah, bist du schon weit weg? Oh. Die kommen hoch. Das ist, das sind Mutanten. Mhm. Oh. Ah, damit bin ich voll. Shit. Oh, große Mutanten. Oh. Geh mal kacken. Hast du getötet? Sehr gut. Da liegt ein Pfeil von dir. Ich kann die stellen, ich kann die nicht aufsammeln. Das ist echt. Er musste ein bisschen weiter weggehen oder so. So. Und hier, wo ich stehe, ist auch noch ein Pfeil. Da, genau. Ach, da. Vielen Dank. Gerne. So, wir müssen aber eigentlich jetzt nach links hoch, ne? So, jetzt. Ja, ja, bleib mal ganz entspannt. So. Ich bin entspannt, Navi. Ich sag's ja nur. Bist du nicht. Wir müssen im Übrigen links hoch. Sack. Okay. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt eine kleine Fancy. Bin ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Wir müssen da hoch, ja. Lass uns mal genau da, wo du jetzt lang gehst. Lass uns mal irgendwie. Na, kommen wir gar nicht. Hahaha. Nee. Okay. Dann probieren wir es eben so. Otsch. Komm ich hier hoch? Nee. Zu steil. Ah. Das wäre ja so einfach. Es wäre so einfach. Ich muss mal Ausdauer wieder tanken. Mhm.
muss die Ausdauer wieder tanken. Jo. Ah, schon mal ein Stück weiter. Boah, schöne Landschaft. Scheiße. Ich glaube, wir haben jetzt ein bisschen runter wieder. Oh. Das war nicht allzu gut. Hast du dir jetzt auch die Haxen gebrochen? Büschen. Ein wenig. Hä? Wieso bist du da oben? Wie bist, hast du das gemacht? Na du, irgendwie kommst du hoch. Also ich hab's ja geschafft. Okay, nee. Ja gut. Wir treffen uns dann irgendwo. Vielleicht komme ich hier hoch. Naja, eigentlich warst du da eben schon richtig. Bin ich der Meinung. Ja, hier ist doch. Hier kommst du doch hoch. Nee, bin ich nicht hochgekommen. Ist nicht so schlimm. Ach, jetzt gehst du da hinten weiter? Ja, okay. Ja. Na gut. Ich schau schon mal, ja. Ja. Einmal hier hoch. Einmal hier irgendwie hoch. Hier komme ich aber auch nicht weiter. Auch Kinder, ey. Scheiße. Ah. Da, da, da. Bergsteigen, oh Gott. Warte mal, gibt's denn hier nicht irgendwie einen Weg, einen offiziellen oder was? Nö. Doch. Bisschen zu heikel hier, ey. Oh, hier ist ein Grafikfehler. Hier war noch ein Fels nicht richtig dargestellt. Oh, diese Ausdauer. So. I'm coming. Na komm, Charlotte, streng dich mal ein bisschen so. Na gut, hier komme ich auch nicht hoch. Streng dich mal ein bisschen an, ey. Ach ja. Gut, hier könnte. Na gut, hier komme ich aber nicht hoch. Boah, ich weiß jetzt echt nicht, wo du bist. Du bist irgendwo. Ich schlaf mal hier lang. Hier gibt es auf jeden Fall einen Weg. Ja. Oh, Alter! Also ich bin jetzt... Genau, ich bin jetzt auch oben. Oh, Alter Schwede, ey, mach doch so einen Scheiß nicht, Mann. Ich bin knapp 60. Wie, sowas ist denn passiert? Oh, springt hier wieder einer aus dem Busch. Ach so, diese dreckigen. Oh. Ja, ja, die tarnen sich sehr gerne unter den Blättern irgendwie. Oh, ich habe hier eine Beere entdeckt, die ich noch gar nicht kenne. Oh, und die tut einem gut. Hier war noch eine Beere mit Fragezeichen. So, hier sind auf jeden Fall ganz, ganz viele Ureinwohner. Ich glaube, es sind aber nur dreckige. Ja, ich sammle immer noch Beeren, Entschuldigung. Ja. Muss ja nun mal auch sein, ne? Muss das sein? Ja. Alter, bist du weit weg, ey. Ihr kleinen Schisser. Ja, ich bin aber noch nicht am Ziel. Ja. Hier ist auf jeden Fall ein See. Ich müsste mal was trinken. Da, 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 ja, ich muss erstmal hier an den See was trinken. Sorry. Bei wem entschuldigst du dich jetzt? Bei dir. Achso.
Weil ich bin trinkentechnisch völlig im Arsch. Und essenstechnisch irgendwie auch. Kann ich hier irgendwie angeln? Fische fangen? So. Oh, es gibt doch Frösche jetzt. Ach, süß. Ach, niedlich. Bist das du jetzt irgendwie ja hinter dem Berg oder was? Oder wo bist du jetzt? Nee, ich bin auf dem Berg. Auf dem Berg. Oh, Alter. Was kannst du denn nicht machen? Hier ist ein Lager. Nur mal so zur Info. Wo sind die kleine Potsau? Keulo. Alle klar. Ah ne, doch nicht. Das ist nicht Keulo, ist irgendein anderer. Du bist auf hier. Da bist du doch. Ja, ja. Guck mal, ich bin im Wasser. Ich weiß. Sieht aus, als pass auf hinter dir. Oh. Jo. Mir meinen Pfeil wieder. Okay, okay, okay. Hier lief doch gerade noch einer, oder? Ja, ja. So, das müsste dann wahrscheinlich hier oben sein. Ja, hier oben. Guten Tag. Oh, guck mal, was hier steht. Geil. Cool. Können wir auf jeden Fall gleich mal dann mitfahren und mitnehmen. So. Oh Mann, ey. Ah, hier steht noch einer. Ah. Ah? Schneewittchen? Er nimmt hier aber auch den Bogen stellenweise nicht, ey. Okay. Hier haben wir auf jeden Fall ganz viele Steine. Hier ist natürlich auch ein Lager offensichtlich. Ja. Ja, hier sind ganz, ganz viele, die hier rumlaufen. Oh, hier gibt es so viele Seile. Ich bin damit voll. Und Steine vor allem. Steinchen, Steinchen, Steinchen. Ja, Steine habe ich ja auch genug. Ne, große Steine meine ich. Ach so. Oh. Ah, hier ist doch ein Einrad. Alter. Oh. Ey, komm, ich hab dir vorhin ins Gesicht geschossen gerade. Jetzt. Okay. Ja, da läuft schon der nächste. Es ist belastend. Ist ja nicht okay. Schlimm, das kriegen wir so, hier genau am Wasser sind ganz viele Seile, brauche ich aber erstmal nicht. Gut, dann würde ich anfangen zu graben, wenn du mich mal decken würdest. Ja, nur Moment. Ja. Scheint ja offensichtlich im Bunker zu sein. Hier. Genau, den grab mal. Geh mal weg. Aua! Aua! Oh. Einer steckt von mir drin, ja. Da kommt schon der nächste, ja. Meine ganze Rüstung ist weg. Ah, meine sieht jetzt auch nicht sonderlich aus. So, erledigt. Okay. Geh doch mal weg hier. Oh, du liegst aber auch echt beschissen, mein Freund. Ja. Ah.
Ausgrabungsstätte. Ja, Kannst du den nicht irgendwie aufheben? Warte. Danke. Danke, danke, danke. So. Ah, nochmal. Jetzt aber. Na komm schon. Klingt, als wenn ich beim Scheißen wäre, ey. So, zack. Zack. Och, genau. Die Tür ist doch frei. Ah, vielleicht links oben in der Ecke noch. Naja. Warte, warte, warte. So, jetzt aber komm schon. Jo. Ach, in der Mitte war auch noch was, oder wie? Hm. Ja. Ach so. Was haben wir denn da überhaupt für... Ach so. Oh, Bunker B. Super. Siehste, siehste, siehste. Ich schau wieder welche. Mhm. Ich will ehrlich gesagt nicht wissen, was hier drin ist. Ich auch nicht, aber egal. Fanny ist neugierig. Ich höre irgendwas schreien. So. Ja, oben war das noch. Hm. Ach so. Warte mal, wir speichern auf jeden Fall einmal. Ja. Und dann sehen wir uns dann auch gleich in der nächsten Aufnahme. Auf jeden Fall. So, einmal hier, einmal dort. Einmal abgespeichert. Ja. Am besten nochmal. Boah, ich hab voll Hunger. Hm. Kann man die eigentlich sehen von hier oben? Unten? Nee. Warte mal, ich hab mal ganz kurz noch was essen. Hm. Ich hab zum Glück noch zwei Dosen gefunden. Essen muss ich auch noch. Trinken muss ich. Das sieht soweit gut aus. Okay, okay, okay. Ach, Gott sei Dank. So, Müsli ist, oder Cornflakes sind ganz gut. So. Mhm. Okay. Ja, meine Lieben. Na, dann würde ich mal sagen, beenden wir die Folge für heute. Wir haben die Drucker B gefunden. Wir wissen nur noch nicht, was drin ist. Aber das finden wir dann in der nächsten Folge heraus. Nicht wahr, Liefman? Ja, das tun wir. Also, macht es gut, habt einen super schönen Tag und bis zum nächsten Mal.